eingetroffen bin, wir waren die ersten vor Ort, war eigentlich so, dass aus unserer Sicht zwei LKWs in Vollbrand waren. Der Brand selber hat er schon auf das Hallengebäude, wo die drinnen gestanden sind, übergegriffen. Der Dachstuhl von dem Trakt selber war eigentlich auch schon in Vollbrand und wir haben gesehen, dass schon auf links und rechts daneben stehenden Hallentrakte übergriffen hat. Ja, der Eigentümer selber hat Gott sei Dank bei unserem Eintreffen nur ein Fahrzeug rausgebracht. Die anderen Fahrzeuge haben wir nicht mehr retten können. Wir haben im linken Hallentrakt und im rechten Hallentrakt, der also noch nicht direkt betroffen war, Fahrzeuge gehabt, die haben wir retten und halten können. Wir haben da links und rechts gleich jeweils mehr oder minder eine Riegelstellung aufgebaut. Und auch rückwärtig, wo dann Dieseltanks waren, haben wir die sofort geschützt über die zweite Feuerwehr, die fast zeitgleich mit uns eintroffen ist. Während des Einsatzgeschehens haben wir die Dieseltanks gesehen und haben sofort eben eine Riegelstellung aufgebaut. Wir haben mittels jeweils einem Streurohr, einem Hohlstreurohr versucht, die Brandausbreitung dort einzudämmen und das ist uns Gott sei Dank geglückt.